Ja, wir sind jetzt dann, gut 6 Stunden vor Abpfiff. Den ganzen Tag habe ich bis jetzt eigentlich im Hotelzimmer verbracht. Im Moment bin ich gerade noch dran, jetzt gerade hier konkret an die Statistiken vom Eröffnungsspiel von der Norwegerinnen studieren. Ja, meine Vorbereitung vor den Spielen sieht in der Regel so aus, dass ich mich jetzt zum Beispiel vor der Weltmeisterschaft mit den Teams auseinandergesetzt habe, gegen die Schweiz spielen wird, und habe mir überlegt, wie die Schweizerinnen die Norwegerinnen knacken können. Ich bin jetzt eigentlich vor allem noch ein bisschen dran, viel Medien lesen, schaue noch, gibt es irgendein Thema, das ich irgendwie verpasst habe. Vieles habe ich schon vorbereitet. All die Informationen, die ich gesammelt habe, die tue ich eigentlich in 2 verschiedenen Files sammeln. Einerseits habe ich hier so ein Affischen-File, wo du die grundsätzlichen Geschichten rund um das Spiel alles in, sage ich mal, mundgerechten Stücken hast. Weiter unten dann auch noch ein bisschen statistische Themen etc. Zum anderen habe ich zu jeder Spielerin so Etiketten, die ich mache. Also das heisst, die sind immer gleich aufgebaut, zum Beispiel mit dem Alter, der Größe, Position, Club etc. Und da sammle ich eigentlich Informationen zu allen Spielerinnen, mache da auch Notizen, was für Eindrücke ich zum Beispiel im Eröffnungsspiel hatte. So, und wenn ich fertig bin, dann gibt es Musik auf die Ohren und ich beschäftige mich erstmal gar nicht mehr mit dem Spiel, damit ich dann komplett den Fokus auf unsere Schweizerin legen kann. Ja, weil man beim Kommentieren ja eigentlich erst am Abend dann auf dem Höhepunkt energietechnisch sein sollte, probiere ich eigentlich relativ mit dem Energiesparmodus durch den Tag zu kommen. Was ich aber oft noch mache, um so ein bisschen gleich noch rauszukommen, ist eine kleine Runde laufen, bevor es dann wirklich losgeht. Ja, noch gut 1,5 Stunden bis zum Match. Der Kollege vom Radio, der Lionel, und ich sind jetzt hier gerade noch einmal auf dem FIFA-Server unterwegs. Da gibt es Videos, die man von den Spielerinnen nehmen kann. Wir sind uns hier also wirklich bemüht, dass wir sie so aussprechen, wie sie sich selber auch nennen. Und was dann hier in den Vorbereitungen natürlich auch noch dazugehört, ist der ein oder andere Tee, damit er nachher die Stimme auch mitmacht. Weil draußen ist es doch schon wieder recht kalt. Es ist tatsächlich so, dass ich vorher im Hotelzimmer schon so ein bisschen, mal ein paar Minuten ein bisschen vor mich herangeredet habe. Weil den ganzen Tag während dem Vorbereiten bist du eigentlich relativ still. Und dass du auf Betriebstemperatur kommst, gehe ich nachher noch schnell aufs WC und wahrscheinlich auf dem Weg singe ich noch ein bisschen oder so, damit ich dann wirklich parat bin. Und jetzt die Ecke. So, erste engagierte Halbzeit von der Schweiz ist rum. Ich bin jetzt hier gerade schnell am Umstellen. Ich habe hier so ein File mit diesen Kärtchen und den Spielerinnen. Und wenn es jetzt auf dem Platz einen Wechsel gibt, muss ich die auch schnell umstellen. Und nachher studiere ich noch schnell ein bisschen die Statistiken, was gegangen ist. Dann geht es schon weiter hier. Wir müssen, und was so dank ihres Einsatzwillens, ja dann auch den Elfmeter rausgeholt, kurz vor der Pause. Das Spiel ist 0:0 ausgegangen. Schweiz gegen Norwegen. Eine tolle Kollektivleistung des Teams. Eine Spielerin hat mich heute wirklich sehr beeindruckt. Das war Gael Thalmann im Tor. Durch ihre tollen Paraden hat die Schweizerin im Spiel gehalten. Allerdings eine tolle Leistung, auf der sich aufbauen lässt. Und wir freuen uns sehr auf das dritte Gruppenspiel der Schweizerin gegen Neuseeland. Und das riecht ganz stark nach Achtelfinale.